Servus Leute und herzlich willkommen zu Escape von Tarkov. Heute möchte ich euch meine Top Nummer 5 Waffen in Escape von Tarkov zeigen. Die allererste Waffe ist die HK416A5 mit dem Kaliber 556x45 mit einer 850er Feuerrate und die effektive Distanz beträgt 500 Meter. Mit darauf ist das EOTech XPS3 Holograph Sight. Mit dabei ist der Shift Grip. Und als Schalldämpfer haben wir den ASR 556x45 Sound Suppressor. Schön zu sehen zu Anfang ist, dass die Waffe rechts nach oben zieht und dann sich relativ schnell wieder fängt und dann wieder in Mitte des Bereichs geht. Ein bisschen nachregulieren muss man. Aber ich finde, dadurch, dass sie so eine hohe Feuerrate hat, ist sie relativ effektiv. Gerade auf nah- bis mittlere Distanzen. Die nächste Waffe ist die Orsis T5000M. Ist eine Bolt-Action-Sniper-Rifle des Kalibers 762x51. Hat einen 51er Ergo, einen vertikalen Recoil von 79, einen horizontalen Recoil von 302. Mit drauf habe ich den Wave UD Sound Suppressor. Als Scope habe ich das Monstrum Compact Prism Scope 2x32 und den Tactical Blue Laser Lamp Modul. Die nächste Waffe ist die Ash-12, hat ein 12.7x55 Kaliber, gehört zur Gattung der Assault Rifles, kann man im Single plus Full Auto spielen, hat eine 650er Feuerrate, die effektive Distanz ist 650 Meter, hat einen 51er Ergo, einen vertikalen Recoil von 112 und einen horizontalen Recoil von 324. Mit dabei als Scope habe ich das EOTech EXP S3 Holograph Sight und als Griff habe ich den Zenit RK2 Vorgrip. Die nächste Waffe ist die AK-101 des Kalibers 556x45, hat eine 650er Feuerrate, ist effektiv auf 650 Meter, hat einen 61er Ergo-Wert, einen 54er vertikalen Recoil und einen 162er horizontalen Recoil. Als Scope habe ich das OKP-7 Reflex Sight, das als Pistol Grip habe ich die AK-12 Pistol Grip und als Handguard habe ich das AK Troy Industries Handguard and Gas Block Combo. Als nächstes möchte ich euch die 45er ACP Vector vorstellen. Sie hat eine Feuerrate von 1100, gehört somit zu dem Typ Submachine Gun. Man kann die Feuermodus so umstellen zwischen Single Fire, Burst und Full Auto. Der Ergo-Wert der Waffe beträgt 57 mit einem 53er vertikalen Recoil und einem 374er horizontalen Recoil. Effektiv ist die Waffe auf Nahkampf. Auf weitere Distanzen wird sie immer ungenauer. Mit dabei habe ich den Omega 45K 45 ACP Sound Suppressor. Als Scope habe ich das RMR Reflex Sight. Und als Tactical Grip habe ich den Shift Grip. Wenn dir das Video gefallen, dann lass einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, euer Mentrox 7.